Die Impfungen gegen das Coronavirus können jetzt auch in Europa beginnen. Die Europäische Arzneimittelagentur erteilt dem Impfstoff des Mainzer Unternehmens BioNTech und seines US-Partners Pfizer die Zulassung. Die in Amsterdam ansässige EU-Behörde hatte zuvor die Qualität, Sicherheit und Wirksamkeit des Impfstoffes geprüft. Grundlage waren die vom Hersteller vorgelegten Labordaten und Ergebnisse der klinischen Tests. In mehreren Ländern weltweit wird das Vakzin bereits eingesetzt. Aber anders als etwa in Großbritannien oder den USA ging es in der EU nicht um eine zeitweise Notzulassung. Die EMA erteilte dem Vakzin jetzt eine einjährige, bedingte Marktzulassung, die ein strengeres Testverfahren voraussetzt. Die Impfdosen hat die EU bereits gemeinsam bestellt. Die Zahl, auf deren Kauf die einzelnen Mitgliedstaaten Anspruch haben, richtet sich nach der Größe ihrer Bevölkerung. Für Deutschland hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn per Verordnung festgelegt, in welcher Reihenfolge die Bürger Anspruch auf eine Corona-Impfung haben. Als erstes sind Menschen ab 80 Jahren sowie Bewohner und Mitarbeiter von Pflegeheimen an der Reihe. Unmittelbar nach den Weihnachtsfeiertagen sollen die Impfungen beginnen.